Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist KruseKills, ich spiele gern und es geht weiter mit dem Saboteur. Ich wollte mit Skylar sprechen und dafür schmeiße ich sogar meine Zigarette weg. Spritztour gefällig? Die Gegend soll zu dieser Jahreszeit traumhaft sein. In der Tat. Meine Freunde brennen darauf, ihren Preis zu sehen. Dann sollten wir sie nicht enttäuschen. Auf geht's. Wir gehen sogar durch den Hintereingang raus. Denn wir haben ja den einen Wagen entführt. Hier, wir haben irgendwas. Ja, wir haben was entführt und genau die Kiste entführt. Wir müssen uns von deutschen Kontrollpunkten und Patrouillen fernhalten. Das wird nicht einfach. Keine Sorge, ich kenne eine Nebenstraße aus der Stadt raus. Die Route ist auf deiner Karte markiert. Also, Skylar Sinclair, Geheimagentin. Wie bist du da reingeraten? Jede Frau hat ihr Geheimnis. Vermutlich war ich schon in unserer ersten Nacht nur im Job. Ein Aufriss vielleicht, aber noch nicht im Dienst. Wie ist es, mit Lügen sein Geld zu verdienen? Ein bisschen wie in der Highschool. Was wirst du nach dem Krieg machen? Willst du das den Rest deines Lebens machen? Ach, kommt drauf an, wer gewinnt und ob ich überlebe. Ich möchte nicht darüber reden. Das zu einem Picknick aufs Land gefahren ist. Klingt romantisch, aber ob die Crowds uns das abnehmen? Oh, die nehmen alles, was ich ihnen verkaufe, Schätzchen. Überlass das Reden einfach mir. Ich würde dir so unglauben, wenn ich nicht sehen würde, dass es Nacht ist. Und wenn ich alles so schwarz-weiß wäre, als ich für die Nazis besetzt wurde. Jetzt kommen wir wieder in den Resistenzbereich. Es ist immer noch Nacht. Das ist eine Mine. Ist etwas geschneit, oder? Ich muss wieder abbiegen. Fahr ich halt nicht nach Jahr. Geh von der Straße. Sie sind doof. Wir fahren jetzt nicht schon wieder in die Kirche, oder? Ich glaube, das halten ganz schön viel aus. Doch noch leer auf. Na ja, jetzt sind wir schon mal hier. Kirche, Park außer Sichtweite. Ich vertraue nicht, dass Navi hinzeigt. Nicht, dass Navi hinzeigt. Schön gesagt, Rosa. Es geht doch nichts über eine Landpartie, um alle Sorgen zu vergessen. Ich wüsste da noch was Besseres und ich würde sagen, diesmal hast du es mehr als verdient. Klingt verlockend. Jetzt nicht. Erst kümmern wir uns um Bishop. Erst heiß machen oder dann? Nö, doch nicht. Klingt wie mein Leben. Ach ja, Erfolg. Noch verfolgt trinkt man. Warum leuchtet ihr blau? Achso. Ist ja auch. Die Resistenz. Rein in die Kirche. Kontrollpunkt. Es ist echt. Daran besteht kein Zweifel. Diese Irren haben es tatsächlich gefunden. Was ist los?
Unglaublich. Sie sind wirklich ein außergewöhnlicher Mann, Mr. Devlin. Ich könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Wir hatten einen Deal. Ich habe Ihre Kiste durch halb Frankreich geschleift und dabei eine Menge Leute umgelegt. Jetzt will ich dir, Kerr. Keine Sorge, Sie kriegen ihn. Ich habe verlässliche Informationen, dass Ihr Freund keine Meile von hier entfernt ist. Dirk ist hier? In Le Havre? In der Zitadelle. Er will mit einem Zeppelin nach Berlin fliegen. Wenn Sie gleich aufbrechen, erwischen Sie ihn noch am Boden. Na, dann los. Da wäre noch eine letzte Sache, Mr. Devlin. Sie hatten nicht zufällig einen Blick in die Kiste geworfen, oder? Tja, wie Sie schon sagten, das geht mich nichts an. Freut mich, das zu hören. Wiedersehen, Mr. Devlin. Weidmanns Heil. Also ich habe nicht in die Kiste geguckt. Wenn ich schon hier bin, das würde zu lange dauern. Gucken wir mal in den Laden. Entre nous. Je chercherai pas de quoi assurer ta protection. Was brauche ich denn zu meiner... Sicherheit. Okay, Kapazität erhöhen. Windgeschütz. Auch Mauer. Kettenkapazität packt mir den Teufel. Den Teufel wäre auch schön, aber ich habe keinen Flammenwerfer. Flächenschaden. Eine Bombe. Erhöhe Gesundheit. Ja, das ist Dance auf Stufe 1. Das ist immer gut. Und Dynamitreichweite erhöhen ist auch immer schön. Somit kann ich hier nichts mehr holen. Ich hole mir mal die Karten. Oder eine Karte und dann war es das auch. Somit habe ich erstmal alles, was ich hier sammeln kann. Das ist Tyler. Er ist Skylar. Soll ich wirklich rechnen? Schon, warte! Pino, ein Agent, hat unten an den Docks einen deutschen Versorgungslaster sichergestellt. Ohne ihn dürfte es schwierig werden, durch das Vordertor zu kommen. Seit wann bist du auf meiner Seite, wenn es um Dirker geht? Bin ich nicht. Dein Rachefeldzug ist verrückt. Aber ich habe dich eben erst eingeschleust und keine Lust, dich schon wieder zu verlieren. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Sei kein Arschloch. Ich habe dir ein Geschenk in den Laster gelegt. Es wird dir gefallen. Hol den gestohlenen Laster zurück. Mach ich doch glatt und er braucht schon wieder einen. Das Ding, was ich gesprengt habe, macht auch Ton. Schön. C'est des Esclaves. Bonne journée de boulot, une bonne paye. Qu'est-ce qui se passe dans la rue des fantômes? So, jetzt hole ich den gestohlenen Laster zurück. Und zwar ganz auffällig. Devlin, Sie erwarten den Laster an der Zitadelle. Wenn Sie keinen Fehler machen, lassen die Sie rein. Ich dachte, du möchtest dich umziehen, das ist vielleicht nicht schick, aber es hilft. Irgendwie erwartet, dass das wieder vorgenommen wird. Aber die anderen Briefe werden auch vorgenommen. Thank you.
Pass. Wo tut gehen Sie weiter? Dieser Übergang ist geschlossen. Ah, verdammt. Speziallieferung. Gut, dass er immer noch lädt, aber irgendwie auch nervig. Okay, schießt doch nicht gegen ihn an. Ich gedacht, dass ich den treffe. Aber der braucht doch ein bisschen lange, um umzufallen, oder? Ja. Der doofe Zeppelin. Oh, und hier ist eine Treppe. Da könnte ich aufhören. Ich glaube, dafür muss ich hoch. Außerdem schießt von da rein, ne? Und das nervt. Da oben hin jetzt. Das zu wissen. Ah, okay, so kommt er. Immer schön hier den Turm hochklettern. Treppen sind mir zu langweilig. Gott sei Dank! Scheiß Treppen! Schon beeindruckend aus, dieser Zeppelin. Aber nicht beeindruckend bin. Und wozu müsste ich jetzt auf diese Glocken tun? Achso, ich muss runter. Würde man wehrlose Frauen und Kinder töten, was? Bisschen, ja. Aber es könnte auch schwieriger sein. Oh,
da komme ich her und da will ich hin. Manche Leute müssen einfach mit dem Knall abgehen. Was ist eigentlich meine Gesundheitsanzeige? Jungs. Sichtkontakt. Na zur Hölle, Freundchen! Gut, dass sich der Sniper total fällt. Sieht total schlecht als Sniper. Muss man höflich auszudrücken. Es sei denn natürlich, ich erwische solche Ziele. Mit MP40 in den Schlag gehe ich davon aus. Umfallen und dann noch schreiben. Kann man machen. Und dann... Weiter. So, hier gibt es leider nichts. Ich hoffe, es soll gehen wieder. Weiter hinauf zu dem Zeppelin, um die Acker zu erledigen. Ich werde einen Kumpel erschossen. Mit. Wenigstens kann ich jetzt wieder klar sehen. Genau. Wenigstens kann ich jetzt wieder klar sehen. Ich weiß. Boah! Dann trete ich den da nicht mehr mit. Okay, dann nicht. Ich muss weiter hoch. Tummer. Granaten sind voll und hier geht's jetzt von Stein zu Metall. Aus irgendeinem Grund wünsche ich mir gerade die Slow Motion von Max Payne, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Aber schöne Beleuchtung, Gewitter, nicht ganz so schön aussieht wie erwartet. Und alles, was sie hier aufbauen, hält. Sag mir bitte, das war kein Fehler, dass ich hier rübergegangen bin. Okay, hier ist eine gute Kiste. Ich muss da hoch. Dann werde ich die AK erledigen in diesem. Ich bring euch erst mit zurück nach Berlin! Das war laut. Auf und davon. Oder auch nicht. So, durchsuche das Cockpit.
Mach ich doch glatt. Dann mach ich das. Da ist Dirk, der Arsch. Okay, ein Zeppelin brennt und wir fliegen los. Das ist jetzt nicht das Beste, was passieren könnte. Und da brennt's. Ich muss hier lang. Da ist er, der Brenner. Und da steht zu viel, wie es explodieren geht. Fällt ja alles zusammen. Ich krieg dich! Ich bin es, der betrogen wurde, Devlin. Sie hätten durch mein Messer sterben sollen. Nicht so. Sie können nirgends hin. Ich finde sie überall. Jetzt. Okay, ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt hinterher springen und dem Fallschirm klauen und. Aber. Sonst hätten wir jetzt mal. Hätte auch schief gehen können. Erfolg würde ich das jetzt zwar nicht nennen, aber ich lebe noch. Du siehst so dekorativ doof aus, dass ich da wahrscheinlich hochklettern kann, oder? Aber hier kann ich noch nicht hin und der Zeppelin ist da noch. Okay, meine Grafikkarte macht ein bisschen wie viel. Der geht da jetzt auch nicht weg, der Nazi, oder? Aber ich glaube, ich muss durch diesen Sperrmüll rein, sonst was geht er weg. Hilfreich.
überall Blut. Ich stehe da so auf dem Haufen und ich treffe die nicht. Und die schieße ich mal eben so in den Haufen. Sie interessiert das alles überhaupt nicht. Hier ist eine Granate, also. Okay, und da ich keine Lust habe, jetzt alle über den Haufen zu schießen, gehe ich mal kurz in das Versteck, was da hinten steht. Weil da sieht man jetzt, kann er reingehen. Kinderspiel. Komm erst wieder raus, wenn sich der Nebel verzogen hat. Rauch verzogen. Ah, jetzt. Verlieren wir keine Zeit. Nö, sowieso nicht. Bonjour, Madame. Alles gut? Schön, dass die noch mich zielen und ich. Warte, versteckt sich hier irgendwo, ich weiß es. So, dann gehen wir doch mal hoch zu den. Ja, auch einen schönen Tag. C'est pas une mauvaise vie. Ja, Entschuldigung. Dann geht's jetzt hoch zu Wilson. Der mir wahrscheinlich wieder einen schönen Auftrag gibt, der mich dann. Jupp, die Resistance ist gut. Der mir einen Auftrag gibt, der mich dann wieder zu den anderen führt, wahrscheinlich. Auf wie zumindest ist. Wilson! Ich sollte mich bei Skylar melden. Ja, gleich. Oh, Mr. Wilson. Sie leben noch. Ihnen entgeht aber auch gar nichts. Wo ist Skylar? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Können oder wollen Sie nicht? Miss Sinclairs derzeitiger Aufenthaltsort ist geheim. Ah, ist der Bastard tot? Nein. Noch nicht. Man braucht Härte und eine ruhige Hand, um Dirka zu töten. Sie hätten einen echten Soldaten schicken sollen. Zu dumm, dass Sie in der Kirche zu sehr mit Wichsen beschäftigt waren. Sagen Sie, Bischof, es ist nicht vorbei. In einer Woche ist Dirka begraben und vergessen. Es wird Zeit, nach Paris zurückzukehren. Veronique macht sich vermutlich Sorgen um mich. Könnte sein, aber wo ich schon hier bin. Wenn Sie mit diesen Fröschen nicht zu beschäftigt sind, hätte ich vielleicht einen richtigen Job für Sie. Inwiefern? Soll ich Ihnen helfen, Bischof, die Windeln zu wechseln? Das ist ja großartig. Sehen Sie, irgendwie hat sich Bishop in den Kopf gesetzt, dass Sie nicht nur ein dämlicher irischer Sturkopf sind. Wie es aussieht, schuldet mir der alte 10 Pfund. Die Briten können sicher 10 Pfund verschmerzen. Aber wenn seine Majestät meine Hilfe braucht, kommt ihm das deutlich teurer. Er wusste, dass Sie das sagen würden. Worum geht's? Die Deutschen haben sich in einer alten Abtei vor der Stadt eingenistet. Haben den Laden in eine experimentelle Radarstation verwandelt. Was zum Teufel ist Radar? Streng geheim. Und eine Nummer zu groß für Sie. Egal. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Laden mit ein paar Lancasters in die Steinzeit zurückbomben. Aber die Deutschen nehmen die Nonnen als menschliche Schilde. Die Sache ist unseren Fliegern zu heikel. Sie brauchen also jemanden, der die Dreckarbeit für sie erledigt. Der alte Mann sagt, sie hätten ein Talent dafür, sich in Gebäude zu schleichen und sie zu sprengen. Er denkt wohl, dass sie unser Mann sind und ich sage, warum nicht? Wenn sie dabei draufgehen, tja, dann geht mir ein blöder Ire weniger auf die Nerven. Grinsen Sie nur weiter, Arschloch. Wenn ich den Job erledigt habe, wird Ihnen das blöde Lachen schon vergehen. Jetzt. Okay. Kurze Zwischenmission reinschieben. Aber nicht sinnlos durch die Gegend schreiten. Das wäre langweilig. Glaube ich.
So, was kann ich hier noch gebrauchen? Karte von Saarbrücken, Champagne, denn... Karte brauche ich nicht, ich stelle mich auf... Dynamitreichweite, Flächenschaden... Speziallieferung... Ja, ich hatte gehofft, ich könnte jetzt irgendwie noch... was Sinnvolles holen für die Resistance, aber... Dann eben später. Dafür hole ich mir jetzt ein Auto und dann fahre ich. Il y a plusieurs modèles de voiture. Jette un coup d'œil. Oh, den. J'ai envie de cracher dans l'œil de Dirker. Ich glaube, ich muss selber damit kommen. So. Böde Nazis aus dem Lungenfluss springen. Je nach User. Hier. Geh dahin, wo du gebraucht wirst. Wie war das mit dem schnellen Sportwagen lustig? Vorwärtsfahren ist vorwärtsfahren. Da stehen sie wieder. Den tollen Panzer. Und hier muss ich ihn sagen. Das trifft sich ja. Dann drehe ich euch mal und